Rồi chào các em, chúng ta hôm nay học về FAQ của Off the Bank. Đây cũng là thuộc chương trình B2, bài số 22, chương 171, cũng chính là do phiên dịch Lê Nguyên ở Mannheim, Cộng hòa Liên bang Đức trách nhiệm đây, và công chứng cũng như tư vấn tất cả các giấy tờ và công việc ở đây. Cái bài này chú trọng là gì? Chú trọng đó là khi các em sang đây sẽ phải mở một số những cái tài khoản, thì nó có phải biết là cách có những loại tài khoản nào và những cái công dụng của những tài khoản thế nào và cách xem những cái diễn biến trong cái tài khoản của mình thế nào. Đó là những việc rất là quan trọng. FAQ, hätten Sie viel Geld? FAQ, hätten Sie viel Geld? Hätten Sie viel Geld? Ja, die Frage, was würden Sie machen, wenn Sie viel Geld haben? Ja, die Frage, was würden Sie machen, wenn Sie viel Geld haben? Ja. Các em gọi là viết câu trả lời các em ra và thầy cho các em 5 giây để các em đọc câu trả lời của các em. Die Antwort. Ihre Frage ist echt sehr schwierig. Die Antwort. Ihre Frage ist echt sehr schwierig. Da ich im Moment leider kein Geld habe. Da ich im Moment leider kein Geld habe. Nehmen wir an, Sie hätten viel Geld. Würden Sie zu Hause im Schrank verstecken? Nehmen wir an, Sie hätten viel Geld. Würden Sie zu Hause im Schrank verstecken? Ach ja, es wäre eine Einladung für die Diebe. Ach ja, es wäre eine Einladung für die Diebe. Bringen Sie das Geld auf die Bank? Bringen Sie das Geld auf die Bank? Ja, wenn es geht. Heutzutage ist es leider verboten, zu viel Bargeld auf die Bank zu bringen. Ja, wenn es geht. Heutzutage ist es leider verboten, zu viel Bargeld auf die Bank zu bringen. Und jetzt, ich nehme an, ich wäre jetzt in der Bank. Vielleicht müsste ich dann ein Gespräch mit den Angestellten führen. Und jetzt, ich nehme an, ich wäre jetzt in der Bank. Vielleicht müsste ich dann ein Gespräch mit den Angestellten führen. Wissen Sie, was der Bankangestellte mir sagen würde? Wissen Sie, was der Bankangestellte mir sagen würde? Ja, Sie würden mit dem Bankangestellten so ähnlich wäre wie das folgende unterhandeln. Ja, Sie würden mit dem Bankangestellten so ähnlich wäre wie das folgende unterhandeln. Ming geht zu der Bank und spricht mit der Angestellten am Schalter. Ming geht zu der Bank und spricht mit der Angestellten am Schalter. Kann ich bei Ihnen ein Konto eröffnen? Kann ich bei Ihnen ein Konto eröffnen?
Gerne. Was für ein Konto wünschen Sie? Gerne. Was für ein Konto wünschen Sie? Ein Sparkonto oder ein Girokonto? Ein Sparkonto oder ein Girokonto? Können Sie mir genau erklären? Können Sie mir genau erklären, was für ein Unterschied ist zwischen einem Sparkonto und einem Girokonto? Was für ein Unterschied ist zwischen einem Sparkonto und einem Girokonto? Wenn Sie ein Sparkonto eröffnen, wenn Sie ein Sparkonto eröffnen, dann erhalten Sie von uns ein Sparbuch. Dann erhalten Sie von uns ein Sparbuch, in das wir Ihre Einzahlungen bei uns. In das wir Ihre Einzahlungen bei uns und unsere Auszahlungen an Sie eintragen. Bei uns und unsere Auszahlungen an Sie eintragen. Kann ich von dem Sparkonto auch jederzeit wieder Geld abheben? Kann ich von dem Sparkonto auch jederzeit wieder Geld abheben? Natürlich, Sie müssen aber jedes Mal Ihr Sparbuch vorlegen. Natürlich, Sie müssen aber jedes Mal Ihr Sparbuch vorlegen. Wie viel Geld darf ich dann bar abheben? Wie viel Geld darf ich dann bar abheben? Sie können monatlich nicht mehr als 2000 Euro. Sie können monatlich nicht mehr als 2000 Euro. Von Ihrem Sparbuch abheben. Von Ihrem Sparbuch abheben. Darf ich das Sparkonto überziehen? Darf ich das Sparkonto überziehen? Sofern Ihr Guthaben dies zulässt, ja. Sofern Ihr Guthaben dies zulässt, ja. Wenn Sie aber mehr Geld abheben wollen, wenn Sie aber mehr Geld abheben wollen, müssen Sie den Geldbetrag, müssen Sie den Geldbetrag ein Vierteljahr vorher kündigen. Das ist auch der Fall. Das ist auch der Fall, wenn Sie später einmal Ihr Konto, wenn Sie später einmal Ihr Konto
bei uns wieder auflösen wollen. Bei uns wieder auflösen wollen. Und das Girokonto? Und das Girokonto? Wenn Sie ein Girokonto eröffnen, wenn Sie ein Girokonto eröffnen, können Sie jederzeit Geld einzahlen. Können Sie jederzeit Geld einzahlen? Oder auf Ihr Konto überweisen lassen. Oder auf Ihr Konto überweisen lassen. Kann ich auch mehr als 2000 Euro abheben? Kann ich auch mehr als 2000 Euro abheben? Sie können auch über Ihr gesamtes Guthaben ohne Kündigung verfügen. Sie können auch über Ihr gesamtes Guthaben ohne Kündigung verfügen. Kann ich auch mein Geld auf ein anderes Konto überweisen lassen? Kann ich auch mein Geld auf ein anderes Konto überweisen lassen? Ja, Sie können ebenfalls Geld von Ihrem Konto auf ein anderes Konto überweisen lassen. Ja, Sie können ebenfalls Geld von Ihrem Konto auf ein anderes Konto überweisen lassen. Habe ich noch weitere Vorteile? Habe ich noch weitere Vorteile? Sie bekommen von uns auch eine Bankkarte. Sie bekommen von uns auch eine Bankkarte. Was kann ich mit der Bankkarte alles machen? Was kann ich mit der Bankkarte alles machen? Sie können einkaufen gehen und bargeldlos mit der Bankkarte bezahlen. Sie können einkaufen gehen und bargeldlos mit der Bankkarte bezahlen. Wie kann ich meine Kontobewegungen sehen? Wie kann ich meine Kontobewegungen sehen? Sie können jederzeit Kontoauszug am Automat selbst ausdrucken lassen. Sie können jederzeit Kontoauszug am Automat selbst ausdrucken lassen. Oder über Online-Banking können Sie praktisch alles von zu Hause bequem machen. Oder über Online-Banking können Sie praktisch alles von zu Hause bequem machen. Ich glaube, dass man bei einem Girokonto mehr Vorteile hat. Ich glaube, dass man bei einem Girokonto mehr Vorteile hat. Das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Es kommt darauf an, zu welchem Zweck Sie das Konto eröffnen wollen. Es kommt darauf an, zu welchem Zweck Sie das Konto eröffnen wollen. Wenn Sie Geld sparen wollen, dann rate ich Ihnen zu einem Sparkonto.
Wenn Sie Geld sparen wollen, dann rate ich Ihnen zu einem Sparkonto. Auf Sparguthaben bekommen Sie 4% Zinsen. Wenn Sie aber oft Geldüberweisungen empfangen, und Zahlungsaufträge geben. Dann ist ein Girokonto günstiger. Allerdings geben wir Ihnen dann keine Zinsen. Vielen Dank für Ihre freundliche Auskunft. Ich möchte lieber ein Girokonto eröffnen. Gut, bitte füllen Sie diese Formulare aus. Dann bekommen Sie Ihre Kontonummer. Wir sind fertig und die Angelegenheit ist erledigt. Ja, liegt das auf der Bank, wenn Sie viel Geld haben. Dann sollten Sie es nicht zu Hause im Schrank verstecken, Dann sollten Sie es nicht zu Hause im Schrank verstecken, sondern auf die Bank tragen. Vielleicht müssten Sie dann ein Gespräch mit dem Bankangestellten führen, Das so ähnlich wäre wie das folgende Doppelpunkt. Das so ähnlich wäre wie
das folgende Doppelpunkt. Das so ähnlich wäre wie das folgende Doppelpunkt. Ming spricht mit der Angestellten am Schalter. Punkt. Ming spricht mit der Angestellten am Schalter. Punkt. Ming spricht mit der Angestellten am Schalter. Punkt. Kann ich bei Ihnen ein Konto eröffnen? Fragezeichen. Kann ich bei Ihnen ein Konto eröffnen? Fragezeichen. Kann ich bei Ihnen ein Konto eröffnen? Fragezeichen. Gerne. Was für ein Konto wünschen Sie? Komma. Gerne. Was für ein Konto wünschen Sie? Komma. Gerne. Was für ein Konto wünschen Sie? Komma. Ein Sparkonto oder ein Girokonto? Fragezeichen. Ein Sparkonto oder ein Girokonto? Fragezeichen. Ein Sparkonto oder ein Girokonto? Fragezeichen. Was für ein Unterschied? Was für ein Unterschied? Was für ein Unterschied? Ist zwischen einem Sparkonto und einem Girokonto? Fragezeichen. Ist zwischen einem Sparkonto und einem Girokonto? Fragezeichen. Ist zwischen einem Sparkonto und einem Girokonto? Fragezeichen. Ich verstehe nicht viel. Ich verstehe nicht viel. Ich verstehe nicht viel. Von diesen Dingen. Punkt. Neuer Absatz. Von diesen Dingen. Punkt. Neuer Absatz. Von diesen Dingen. Punkt. Neuer Absatz. Wenn Sie ein Sparkonto eröffnen, Komma. Wenn Sie ein
Sparkonto eröffnen, wenn Sie ein Sparkonto eröffnen, dann erhalten Sie von uns ein Sparbuch, dann erhalten Sie von uns ein Sparbuch, dann erhalten Sie von uns ein Sparbuch, in das wir Ihre Einzahlungen bei uns und unsere Auszahlungen an Sie eintragen. Punkt. In das wir Ihre Einzahlungen bei uns und unsere Auszahlungen an Sie eintragen. Punkt. In das wir Ihre Einzahlungen bei uns und unsere Auszahlungen an Sie eintragen. Punkt. Kann ich von dem Sparkonto auch jederzeit wieder Geld abheben? Kann ich von dem Sparkonto auch jederzeit wieder Geld abheben? Kann ich von dem Sparkonto auch jederzeit wieder Geld abheben? Natürlich, allerdings
können Sie monatlich allerdings können Sie monatlich allerdings können Sie monatlich nicht mehr als 2000 Euro nicht mehr als 2000 Euro nicht mehr als 2000 Euro von Ihrem Sparbuch abheben, von Ihrem Sparbuch abheben, von Ihrem Sparbuch abheben, sofern Ihr Guthaben dies zulässt. Sofern Ihr Guthaben dies zulässt. Sofern Ihr Guthaben dies zulässt. Wenn Sie mehr Geld abheben wollen, wenn Sie mehr Geld abheben wollen, wenn Sie mehr Geld abheben wollen, müssen Sie den Geldbetrag müssen Sie den Geldbetrag müssen Sie den Geldbetrag ein Vierteljahr vorher kündigen. Punkt. Ein Vierteljahr vorher kündigen. Punkt. Ein Vierteljahr vorher kündigen. Punkt. Das ist auch der Fall, das ist auch der Fall, das ist auch der Fall,
Wenn Sie später einmal, wenn Sie später einmal, wenn Sie später einmal Ihr Konto bei uns wieder auflösen wollen. Punkt. Neuer Absatz. Und das Girokonto? Fragezeichen. Und das Girokonto? Fragezeichen. Und das Girokonto? Fragezeichen. Wenn Sie ein Girokonto eröffnen, Komma. Wenn Sie ein Girokonto eröffnen, Komma. Wenn Sie ein Girokonto eröffnen, Komma. Können Sie jederzeit. Können Sie jederzeit. Können Sie jederzeit. Geld einzahlen oder Geld einzahlen oder Geld einzahlen oder auf Ihr Konto überweisen lassen. Punkt. Auf Ihr Konto überweisen lassen. Punkt. Auf Ihr Konto überweisen lassen. Punkt. Sie können auch über Ihr gesamtes Guthaben. Sie können auch über Ihr gesamtes Guthaben. Sie können auch über Ihr gesamtes Guthaben ohne Kündigung verfügen. Punkt. Ohne Kündigung verfügen. Punkt. Ohne Kündigung verfügen. Punkt. Sie können ebenfalls Sie können
ebenfalls Geld von ihrem Konto. Geld von ihrem Konto. Geld von ihrem Konto. Auf ein anderes Konto. Auf ein anderes Konto. Auf ein anderes Konto. Überweisen lassen. Punkt. Überweisen lassen. Punkt. Überweisen lassen. Punkt. Sie bekommen von uns auch. Sie bekommen von uns auch. Sie bekommen von uns auch. Eine Bankkarte. Eine Bankkarte. Eine Bankkarte. Und können bargeldlos bezahlen. Und können bargeldlos bezahlen. Und können bargeldlos bezahlen. Oder am Automat Geld abheben. Punkt. Neuabsatz. Ich glaube, Komma. Ich glaube, Komma. Ich glaube, Komma. Dass man bei einem Girokonto dass man bei einem Girokonto dass man bei einem Girokonto mehr Vorteile hat. Punkt. Neun Absatz. Das kann man nicht sagen. Punkt. Das kann man nicht sagen.
Punkt. Das kann man nicht sagen. Punkt. Es kommt darauf an, Komma. Es kommt darauf an, Komma. Es kommt darauf an, Komma. Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Sie das Konto eröffnen wollen. Punkt. Sie das Konto eröffnen wollen. Punkt. Sie das Konto eröffnen wollen. Punkt. Wenn Sie Geld sparen wollen, kommen. Wenn Sie Geld sparen wollen, kommen. Wenn Sie Geld sparen wollen, kommen. Dann rate ich Ihnen. Dann rate ich Ihnen. Dann rate ich Ihnen. Zu einem Sparkonto. Punkt. Zu einem Sparkonto. Punkt. Zu einem Sparkonto. Punkt. Auf Sparguthaben bekommen Sie 4% Zinsen. Punkt. Auf Sparguthaben bekommen Sie 4% Zinsen. Punkt. Auf Sparguthaben bekommen Sie 4% Zinsen. Punkt. Wenn Sie aber wenn Sie aber Geldüberweisungen empfangen,
Überweisungen empfangen. Geld Überweisungen empfangen. Und Zahlungsaufträge geben, Komma. Und Zahlungsaufträge geben, Komma. Und Zahlungsaufträge geben, Komma. Dann ist ein Girokonto günstiger. Punkt. Dann ist ein Girokonto günstiger. Punkt. Dann ist ein Girokonto günstiger. Punkt. Allerdings geben wir dann weniger Zinsen. Punkt 9 Absatz. Allerdings geben wir dann weniger Zinsen. Punkt 9 Absatz. Allerdings geben wir dann weniger Zinsen. Punkt 9 Absatz. Vielen Dank für Ihre freundliche Auskunft. Punkt. Vielen Dank für Ihre freundliche Auskunft. Punkt. Vielen Dank für Ihre freundliche Auskunft. Punkt. Ich möchte lieber ein Girokonto eröffnen. Punkt 9 Absatz. Ich möchte lieber ein Girokonto eröffnen. Punkt 9 Absatz. Ich möchte lieber ein Girokonto eröffnen. Punkt 9 Absatz. Gut, komme. Bitte füllen Sie diese Formulare aus.
Punkt. Gut. Komme. Bitte füllen Sie diese Formulare aus. Punkt. Gut. Komme. Bitte füllen Sie diese Formulare aus. Punkt. Dann bekommen Sie Ihre Kontonummer, Komma. Dann bekommen Sie Ihre Kontonummer, Komma. Dann bekommen Sie Ihre Kontonummer, Komma. Und die Angelegenheit ist erledigt. Punkt. Und die Angelegenheit ist erledigt. Punkt. Und die Angelegenheit ist erledigt. Punkt. Auf Wiedersehen, Ausrufezeichen. Auf Wiedersehen, Ausrufezeichen. Dạ. Tự học tiếng Đức từ Mannheim, Cộng hòa Liên bang Đức. Luyện lesen, hören und fragen. Also ước vọng là để lại cho hậu thế một tài sản miễn phí nhưng vô giá. Đó là tự học tiếng Đức trực tiếp từ nước Đức. Mong rằng được nhiều người ủng hộ truyền bá rộng rãi. Những cố gắng sẽ là xong được toàn bộ từ A1 đến B2. Người hướng dẫn chương trình là phiên dịch Lê Nguyên, sống ở Mannheim, Cộng hòa Liên bang Đức. Là phiên dịch đã tuyên thệ trực thuộc tòa án bang Baden-Württemberg và có hơn 50 năm sinh sống tại Tây Đức, dịch toàn bộ các giấy tờ Đức, Việt và Biệt Đức có công chứng. Ngoài ra, vẫn có thể tư vấn kinh nghiệm sống ở Đức, học ở Hàm Đức và làm việc tại Đức. Xin chào. Hören, wissen und verstehen, đó là ba yếu điểm mà các em sẽ bị trễ. Thường thường là như vậy. Các em nghe, nhưng lại các em cứ muốn hiểu cái điều đó không đúng. Nghe rất là khó. Tại vì ta nói ngắn, nhanh, nhanh gọn và bỏ những âm, nuốt những âm quen thuộc. Vision là khi hören đó, mình nhận thức được mạch chữ dù chưa nghe tới. Có nghĩa là nếu mà mình nghe được á, thì mình biết cái chữ nó viết như thế nào. Và chứ không phải là mình không biết. Tức là nhận thức được mạch chữ. Đó là cái điều quan trọng. Đúng không? Tại vì mình nghe, nhưng mà biết cái chữ là chữ gì, mặc dù mình chưa nghe chữ đó bao giờ cả. Cái đó mới là gọi là nghe. Nghe không phải là khi mà các em viết thì các em nghe, mà các em không hình dung được cái chữ đó thì chưa khỏi là nghe.
Nghe có nghĩa là mình biết cái chữ đó như thế nào. Thì lấy như những chữ mình hiểu và những chữ mình không hiểu, nhưng mà mình nghe mình biết có cái chữ đó thì mới gọi là nghe. Chứ còn nghe mà mình chẳng biết là chữ đó học chưa hay chữ đó viết ra làm sao thì như vậy là chưa gọi là nghe. Đó, nghe. Và khi mà như vậy thì mới vision, có nghĩa là mình nghe, mình biết chữ đó là chữ gì, nghe và biết, hiểu là chuyện khác. Đó, đầu tiên nghe và biết chữ gì, mặt chữ ra làm sao. Sau đó mới là feste. Thì lúc đó mình sẽ lọc bỏ những chữ. Khi mình nghe người ta nói thì nó có những chữ văn hoa, mây gió thì mình biết, nghe, biết. Đúng không? Chữ nào mà trời mưa, trăng gió thì bỏ qua bên, chỉ nghe những chữ nào mình muốn biết mà thôi. À, tức là khi nghe, biết mặt chữ, chữ nào thừa thãi bỏ, chỉ chú trọng những chữ cần thiết. À, cho nên cái bài sau đây nó sẽ dạy cho các em cách nghe để nghe, và cách vision để biết chữ, và cách festation nguyên câu người ta nói. À, và bằng cách nào? Bằng cách các em tự hören, tự hören là tự đọc và tự nghe. Các em phải tự đọc và tự nghe. Và tự vision tức là phải đọc được cái mặt và nhận ra cái mặt chữ đó. Tức là tự đọc, tự nghe và tự nhận ra mặt chữ đó. Và làm sao? Phải hiểu cái chữ đó thì đương nhiên phải dùng cái Google dịch để nghe những chữ chưa nghe. Đó là nguyên tắc của một người học Đức hay giỏi Đức, là nghe, không cần hiểu, chỉ cần biết có chữ nào mình không biết. Vision, cái đó thuộc gọi là vision, và sau đó mới tới festen. Festen là bỏ những cái văn, những mỹ từ rỗng tuếch sáo ngữ ra ngoài một bên. Wie immer, ich danke euch für das Zuschauen des Videos, aber bitte nicht vergessen, like, Kommentare zu hinterlassen. Có lẽ nhiều người, nhiều em không hiểu cái câu này. Là phải like and comment, tức là các em ủng hộ bằng cách là bấm cái nút like hay là viết một vài commentary, rồi đến khi nào có dịp thì các em sẽ được trả lời khi mà thời gian nó rảnh hay là đúng trường hợp nào đó. Và weiter liken cho đến nhiều bạn, cái này thì nhiều lắm. Cảm ơn các em đã weiter liken nhiều lắm. Thấy gọi là thấy có nhiều em cứ tiếp tục weiter liken cho người bạn của mình. Và wünsche euch viel Spaß noch, auf Wiedersehen, tschüss, mach gut, alles gut, ciao. Tất cả những chữ ở đây nè là những chữ để chào, các em chỉ cần dùng một trong cái nhóm chữ đó thôi. Thí dụ nói wünsche euch viel Spaß, tschüss, auf Wiedersehen là đủ rồi. Còn nếu không mình dùng chữ mach gut, hay là alles gut, hay là ciao, một trong ba cái đó mình dùng ở đó. Tiếng mắc gút này để dành cho những người gọi là quen biết nhau. Có người họ chọc mắc gút thì kia nó mắc besser nhỉ. Ok. Mà đa số thân thuộc họ dùng cho mắc gút lắm. Và tất cả những sách vở, những cái gì ở trong bài này đều nằm ở trong quyển sách này cả. Đó là những quyển sách mà các em có thể lấy trên mạng xuống, hoặc là nếu cần nói thì thầy sẽ chỉ cho cái đường link của nó để các em vào đó mà đọc. Mà cái đó bằng tiếng Đức nha. Dạ, chào.